Zwickt es dir auch im Rücken? Zu viel Homeoffice, Bewegungseinschränkungen in der Beinrückseite? Dann habe ich jetzt drei super Übungen für dich, die dir helfen sollen. Als erstes verschaffen wir uns natürlich erstmal einen Überblick, wie die Lage gerade aussieht. Das heißt, du nimmst die Füße einmal zusammen, streckst die Beine durch und schaust mal ein, zwei, drei Mal, wie weit du nach unten kommst. Also ich bin gerade bei meinen Zehenspitzen. Dann machen wir die Übung und schauen, ob sich's verbessert. Übung Nummer 1. Du nimmst dir dein Powerband, stellst dich einmal drauf und fasst das Powerband so weit unten, wie du kannst. Dann stellst du dich gerade und aufrecht hin und versuchst, über die Schultern das Powerband nach oben zu ziehen, sodass wir eine schöne, leichte Spannung da drauf haben und die Schultern richtig arbeiten müssen. Dann gehst du langsam wieder zurück und machst jetzt hier mal ein paar Wiederholungen. Also ein schönes, natürliches Achselzucken. Können die meisten sehr gut. Hoch und wieder runter. Hoch und wieder runter. Am Ende hältst du einmal noch kurz. Wichtig ist, dass du gerade aufrecht bleibst, locker atmest und die Schultern schön angespannt hast. Und dann lösen wir das Ganze einmal auf. Einmal kurz lockern und dann machen wir wieder unseren Test und schauen mal, was sich getan hat. Oh, bei mir klappt's wunderbar. Übung Nummer 2. Du schnappst dir deinen Vision Stick, streckst den aus und wir machen jetzt Augenliegestützen. Das heißt, du guckst auf den obersten Buchstaben und ziehst den jetzt zwischen die Augen und im Optimalfall sollten sich jetzt beide Augen nach innen stellen können. Und zwar ziehst du so weit, wie du den Buchstaben noch klar und deutlich sehen kannst und schiebst dann wieder nach vorne. Dann wieder ranziehen, einmal schielen und wieder nach vorne und wieder ranziehen und schielen. Dabei solltest du locker und entspannt bleiben, ruhig atmen und nicht verkrampft werden. Wenn es dir im Auge zieht oder du merkst, dass die Augen anfangen zu tränen, bitte sofort aufhören. Wir haben jetzt 4-5 Wiederholungen gemacht und schauen mal, wie die Lage ist. Auch hier wieder nach vorne beugen und das ist bei mir noch besser. Übung Nummer 3, Zungenkreise. Zunächst erkläre ich dir die Übung. Du nimmst deine Zunge und versuchst innerhalb des geschlossenen Mundes deine Zungenspitze in die Wangen zu drücken und in die Oberlippe und in die Unterlippe und versuchst dabei schöne große Kreise mit der Zunge zu malen. Wir machen 5 Kreise links rum, 5 Kreise rechts rum. Auf geht's. Versuch, dass die Bewegung schön gleichmäßig ist und die Zunge nicht springt. Einmal andersherum. Kreisen. Du wirst merken, dass es vielleicht hinten im Rachen ein bisschen anfängt zu ziehen. Das ist einfach die Muskulatur, die gerade müde wird. Wir machen nochmal weiter. Einmal lösen. Und natürlich auch wieder unseren Test. Gut, 3 Übungen, die dir helfen, die Rückenbeschwerden, Oberschenkelrückseite in den Griff zu kriegen, üben und machen. Wenn du noch mehr über das Neurotraining erfahren möchtest, schau dir folgende Videos an. Und wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video.